Hallo Grandfreunde, ein neues Video. Und zwar wollen wir heute gefüllte Paprikaschoten machen. Haben wir gestern geerntet. Video kommt am Sonnabend. Aber erst kommt mal die Meise. Freunde, für unsere gefüllten Paprikaschoten brauchen wir natürlich Paprikas. Ich habe hier gekauft 1 Kilogramm Fleisch, Hackebeter. Dann brauchen wir noch 2 Eier, 2 Jalza. Ich mache dann immer noch rein etwas Lauchzwiebel, Look. Und dann habe ich noch normale Zwiebeln, 2 Stück, 2 Look. Dann brauchen wir noch Salz, Zoll. Und Pfeffer, Beretz. Machen wir erstmal die Masse. So, als erstes haben wir mal 2 Eier rein. Mal Jalza. Dann haben wir unsere Zwiebeln rein. Mal der Look. Dann schneiden wir unser Lauch klein. Fürs Auge. Ebenfalls. Nein. Salz nach Geschmack. So. Pfeffer. Durch nach Geschmack. Wie gewatscht. Rühren wir die ganze Schoße durcheinander. Rutschki-Karre. Ich habe da Pfeffer in der Nase. So. Klein Löschka. Probe.
Könnte man eigentlich so lassen. Gut getroffen. Ja. Natürlich haben wir die Paprika hier unten gewaschen und ausgehöhlt. Jetzt füllen wir die Dinger. Die etwas größeren und die kleinen runden hier sind gut für einen Snack. Die machen wir dann separat. So, die kleinen runden hier. Ich mache sie erstmal. Du die erstmal alle füllen. Dann sehen wir uns weiter. Dann haben wir es übrig. Ein wenig. Das wären noch zwei Kotelett. Zwei Buletten. Bulettetschkis. So, die haben wir heute ordnungsgemäß bestickt. Jetzt kommen die in einen großen Topf bei Scheu mit Öl und Stainzida. Stellen wir die auf den Kopf. Zeige ich dann, dass wir aber reinstellen. Anbraten. Und die restlichen hier, die kleinen Stücken, schnipseln wir klein und geben wir die Soße dazu. Ja, klein schneiden. Die kleinen. Wie gesagt, das Erntevideo kommt am Sonnabend. Wie wir die Paprikas geerntet haben. So, die kleinen Schnipsel hier. Säge mit oben drauf. Und die Soße. Circa nach 5 Minuten mit Wasser ablöschen und ungefähr einen Esslöffel Gemüsebrühe oder sowas dazu. Instant. Reinwerfen im Blick und nach 25-30 Minuten Maximum, dann ist das fertig. Gartenfreunde, 30 Minuten sind um, dann mal eine Probe nehmen.
Probe. Gut, ist noch härtere Probe. Ist noch na Bulette. Auch gut. Willkommen, Freunde. Wie immer, bei den Daumen nach oben, die mich freuen. Abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Zum Beispiel, wie wir die Paprika schon ernten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Okay, okay.